Hallo, liebe Leute. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin auf fast 2000 Metern Höhe in einem wunderschönen Skigebiet mitten im Allgäu. Und direkt hier hinter mir beginnt eine der vielen Skipisten. Und die ist wirklich krass steil. Das Ding ist, ich stand noch nie auf solchen Dingern drauf. Ich lerne das heute erst. Darum geht es übrigens auch in der Sendung. Heute geht es um Skifahren. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, da runterzufahren. Ich gehe jetzt erstmal kurz zum Anfängerhügel. Wo ist denn der? Skifahren im Schnee macht richtig Spaß. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, auf Skiern zu fahren. Oder halt also zu fallen. Einige fahren gern die Pisten runter. Andere machen auf gerader Ebene Langlauf und machen dabei richtiges Ausdauertraining. Und Menschen, die im Rollstuhl sitzen, können auf sogenannten Monoskiern fahren. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die Menschen bereits in der Steinzeit sowas Ähnliches wie Skier benutzt haben. Zum Beispiel in Norwegen. Sie haben sich längliche Holzbretter unter die Füße geschnallt und konnten sich so besser im tiefen Schnee fortbewegen. Das Wort Ski bedeutet übrigens auf Altnorwegisch so viel wie gespaltenes Holz. Erst vor ungefähr 170 Jahren hat sich der moderne Skisport entwickelt. Heute fahren die Menschen vor allem zum Spaß Ski oder sie betreiben es als Sportart. Für mich geht's heute in die Alpen. Da bringt mir Skilehrerin Hanna das Skifahren bei. Außerdem treffe ich Christian, der mir dieses abgefahrene Pistenspezialfahrzeug zeigt. Und zum Schluss bin ich in einem sogenannten Snowpark unterwegs. Dort baue ich mit Chris eine komplett neue Sprungschanze und Profi-Skifahrerin Mia probiert sie aus. Guckt mal, was die für Tricks drauf hat. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja heute auch so einen mini kleinen Trick hin. Mal gucken. Also Leute, schnappt euch eure Handschuhe und langen Unterhosen, denn hier kommt der Ski-Check. Ich sag's euch, das wird spektakulär. Und jetzt die Checker-Fragen. Die kommen heute so zu mir, wie ich nachher auf den Berg komme, mit dem Lift. Aha. Ja. Wie lenkt man auf Skiern? Was macht eine Pistenraupe? Und was ist Ski Freestyle? Das check ich für euch. Los geht's im Skigebiet in Oberstdorf. Hier muss ich jetzt erstmal rauf auf den Berg, denn da wartet Skilehrerin Hanna auf mich. So, irgendwo hier muss Hanna sein. Und ich freue mich wirklich sehr, jetzt Skifahren zu lernen. Aber ich kann euch sagen, diese Schuhe, also gut laufen kann man darin nicht. Aber ist das schön hier. Herrlich. Bevor es jetzt gleich den Berg runtergeht, gucken wir uns erstmal die Skier genauer an. Das ist die Unterseite vom Ski, die besteht aus einem Belag. Das ist hier dieses Schwarze. Mhm. Wichtig beim Belag ist, dass der gewachst ist. Und das hat den Vorteil, dass der Schnee nicht am Ski klebt, sondern schön rutscht, damit du dich fortbewegen kannst. Ist auch tatsächlich richtig glatt. Ja, richtig, genau. Richtig glatt. Okay, cool. Das Silberne an der Seite ist die sogenannte Kante. Die ist richtig scharf. Und mit ihr kann man beim Skifahren bremsen. Jetzt. Das möchte ich ganz kurz mal ausprobieren. Ja. Also das heißt, wenn er glatt aufliegt, so. Merkst du, wie der rutscht? Aber hallo, das ist ja richtig. Der ist ziemlich gut gewachsen. Also wirklich, ich muss kaum was machen, das ist wahnsinnig rutschig. Die Kante probiere ich jetzt einmal aus. Richtig. Ah ja, das merkt man auch. Dann gräbt die Kante sich richtig in den Schnee rein. Jetzt geht's endlich auf die Skier. Mit ein bisschen Kraft rastet der Schuh in der Bindung ein und ist dann mit dem Ski verbunden. Sollte man stürzen, öffnet sich die Bindung ganz leicht, sodass man sich nicht wehtut. Und die Skistöcke helfen mir erstmal, das Gleichgewicht zu halten. Und? Ich stehe auf Skiern. Und was mache ich jetzt? Jetzt bewegen wir uns einfach mal in der Ebene fort, dass du dich dran gewöhnst. Aber ich gucke hier immer weiter. Okay. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ab. Morgen habe ich Po-Muskelkater. Als nächstes darf ich ein kleines bisschen bergab fahren. Und damit ich nicht zu schnell werde, lerne ich direkt das Bremsen. Wir versuchen jetzt mit unseren Skiern ein Pizzastück zu formen. Ah. Das heißt, Schaufeln zusammen, aber nicht aufeinander. Die dürfen sich nicht berühren, sonst verhaken sie. Ja. Bei uns ist es Pizza, weil das immer ganz schön ist, Pizza-Pommes zu fahren. Pizza, ich fahre im Schneepflug, Pommes, ich fahre Ski parallel.
Bei Pommes sind die Skier also gerade und ich fahre auf den Belag. Bei Pizza bremsen die Skikanten mich ab. Pommes, 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 Pizza. Ah. Okay, also Pommes. Pizza, jawohl, gut. Und Pizza, ja. Das ist voll cool. Cool. Und hast du das Gefühl, dass du wirklich auf Kommando willentlich anhalten kannst? Ich glaube schon. Ja. Aber wir können es testen. Ja. Ich fahre einfach und du sagst Stopp und dann muss ich sofort anhalten. Ja. Und Pommes, 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 Kräfte anschieben und Stopp, zack. Und Stopp, 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 Stopp. Das hat doch schon ganz gut geklappt. Jetzt geht's zum Minilift und zur ersten Checkerfrage. Wie lenkt man auf Skiern? Du hast drei Möglichkeiten oder es sind drei Grundfunktionen beim Kurvenfahren, beim Skifahren. Mhm. Einmal durch Belasten, durch Drehen und durch Kanten. Belasten heißt, ich verlagere einfach mein Gewicht von einem Ski auf den anderen. Ah. Drehen ist eben durch Beine drehen, Ganzkörper drehen. Ja. Und einer, der schon wirklich gut Ski fährt, da ist es eher das Kanten, womit er die Kurve fährt. Ein bisschen Schwung nehmen. Ich probiere das Belasten und Drehen mal aus. Und guck mal, wenn ich eine Kurve nach links fahren will, muss ich den Ski rechts belasten. Und umgekehrt. Echt ungewohnt. Ich fahre eine Kurve, langsame kleine, aber trotzdem. Oh, oh yeah! High five und bremsen. Ja, aber das klappt doch eigentlich schon ganz gut. Also, zumindest, naja, meistens. Ich bin Kurven gefahren! Beim Skifahren lenkt man, indem man die Skier leicht dreht und unterschiedlich belastet. Profis fahren Kurven vor allem auf den Kanten. Checkt. Oh Leute, ich sag euch, das Skifahren macht ja Spaß, aber meine Füße, die sind so kalt, ich glaube, die frieren ab. Hansi, kannst du mal den rubbeln, bitte? Bitte, ich hab nur zwei Hände, der ist so kalt. Der stinkt überhaupt nicht, spinnst du? Oh. Das übernehme ich selbst und für euch gibt's die Mitmachfrage. Wie heißt eine Sprungschanze aus Schnee? A. Jumper, B. Snower oder C. Kicker? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Es gibt ganz unterschiedliche Sportarten auf Skiern. Die, die in den Alpen entwickelt wurden, nennt man zusammengefasst Ski Alpin. Dazu gehören zum Beispiel die Disziplinen Slalom und Abfahrt. Die Abfahrt ist die schnellste Disziplin. Da können Skifahrerinnen und Skifahrer bis zu 150 km/h schnell werden. Die Skisportarten, die im Norden Europas erfunden wurden, nennt man Ski-Nordisch. Dazu gehören zum Beispiel der Langlauf und auch der Skisprung. Guckt mal, wie weit die Sportlerinnen und Sportler springen. Hanna hat gesagt, ich bin soweit. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Schlepplift zu einer Piste weiter oben. Pisten in Skigebieten haben verschiedene Farben. Das zeigen die Schilder am Rand der Pisten an. Eine blaue Piste ist für Anfänger, rote sind für Fortgeschrittene und schwarze Pisten sind richtig steil. Alles klar. Los geht's. Ich fahre natürlich eine Anfängerpiste, also eine blaue. Okay, und wie war das jetzt nochmal? Pommes, Pizza? Ach Mann. Das gibt's doch nicht. Okay, Konzentration. Ach so, ja, na klar. Ach so. Hey. Stark. High five. Gut gemacht. Geschafft. Jedes Jahr im Winter reisen mehrere Millionen Menschen zum Ski- und Snowboardfahren in die Berge. Klar, es macht ja auch einfach mega viel Spaß. Es gibt aber auch Leute, die kritisieren das. Denn unserer Umwelt tun wir damit keinen großen Gefallen. Unser Klima erwärmt sich und im Durchschnitt fällt in den Bergen immer weniger Schnee. Wenn zu wenig Schnee zum Skifahren da ist, dann wird der einfach künstlich erzeugt. Und zwar mit sogenannten Schneekanonen oder Schneelanzen. Die funktionieren so, dass eine Mischung aus Luft und Wasser durch feine Düsen gepustet wird,
Dadurch zerstäubt das Wasser zu winzigen Tropfen, gefriert an der kalten Luft und rieselt dann als Schnee auf den Boden. Das Problem bei diesen Schneeerzeugern ist, dass die unglaubliche Mengen von Strom und Wasser fressen. Dafür müssen extra riesige Speicherseen angelegt werden und es werden Strom- und Wasserleitungen verlegt. Naja, und Umweltschützerinnen und Schützer kritisieren, dass dadurch immer mehr unberührte Natur in den Bergen verloren geht. Das Gleiche gilt auch für Skipisten und für Lifte. Dafür müssen unglaublich große Mengen von Bäumen gefällt werden und manchmal werden sogar ganze Teile vom Felsen einfach weggesprengt. Und es ist ja klar, dass dadurch immer mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren geht. Auf der anderen Seite, verdienen auch richtig viele Menschen in den Bergregionen mit dem Skitourismus ihr Geld. Nicht nur Liftbetreiber, sondern auch Hotelbesitzerinnen oder Restaurantbesitzer. Klar, weil nach so einem anstrengenden Tag auf der Piste müssen die Leute ja irgendwo übernachten und haben meistens auch ordentlich Hunger. Wenn ihr mit eurer Familie einen Skiurlaub macht, dann gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten könnt. Zum Beispiel ist es besser, pro Winter einen mehrtägigen Skiurlaub zu planen, als an vielen einzelnen Tagen in die Berge zu fahren. So spart ihr euch einige An- und Abreisen mit dem Auto. Und ihr könnt natürlich mit dem Bus oder mit dem Zug ins Skigebiet fahren, denn dann pustet ihr nicht so viele umweltschädliche Gase in die Luft. In Oberstdorf geht's für mich jetzt aufs Nebelhorn. Hier treffe ich Christian. Er sorgt mit diesem Spezialfahrzeug dafür, dass die Pisten jeden Tag aufs Neue diese Rillen hier bekommen. Wofür diese Rillen sind und wie man sie in den Schnee kriegt, das kläre ich in der nächsten Checkerfrage. Was macht eine Pistenraupe? Hey Tobi! Tachchen! Schön, dich zu sehen. Grüß dich, servus. Ist das deine Pistenraupe? Ja, genau, das ist meine Pistenraupe, ja. Ist ja ein Monstrum. Ist ganz schön groß, gell? Wahnsinn. Und das fährst du, ne? Richtig, genau. Hier auf den Pisten? Genau. Wenn alle schlafen, arbeiten wir und wir holen den Schnee, wo die Skifahrer untertags nach unten transportieren, holen wir mit den Maschinen wieder nach oben und machen die Piste wieder glatt. Ihr bereitet die Skipiste wieder so vor, dass man sie gut fahren kann? Richtig. Und weil so eine Piste abschüssig ist, transportiert man als Ski- oder Snowboardfahrer den ganzen Schnee vor sich her? Richtig. Wenn wir das nicht jeden Abend wieder hochschieben würden, dann hätten wir nach 2-3 Tagen richtig solche Bückel auf der Piste. Und das ist kein schönes Skifahren und das Unfallrisiko steigt natürlich extrem, dass die Skifahrer sich verletzen dadurch. Den heruntergefahrenen Schnee transportiert dieser Schieber hier nach oben. Auf den langen Ketten bewegt sich die Pistenraupe fort. Für zusätzlichen Grip, also Halt, auf sehr eisigen Pisten sorgen diese Eisspikes. Außerdem zerkleinern die Ketten schon mal größere Eisbrocken, die auf der Piste rumliegen. Jetzt macht aber ja die Kette noch nicht diese feinen Rillen, die ich so kenne von so einer ganz frisch präparierten Skipiste. Nein, genau. Die Brillenform, wo jeder Skifahrer eigentlich auch kennt und in der Früh gerne haben würde, passiert hinten bei der Fräse. Aha. Hier unten drin sehen wir die Fräswelle. Ja. Die haben ganz viele Zähne. Ja. Und die zerkleinert uns zum Beispiel solche Schneebollen noch. Ah. Und das wird dann alles ganz fein. Krass. Aber das macht ja auch noch nicht die typischen Rillen, oder doch? Nein, genau. Die typischen Rillen kommen von diesen gelben Gummimatten. So wie ganz hinten, wie man sieht, liegt es dann flach auf dem Boden auf. Wofür macht man die Rillen überhaupt da rein? Die Rillen macht man dafür rein, dass der Skifahrer Grip hat. Wenn wir jetzt da gar keine Rillen reinmachen täten, dann wäre das wie eine Eisbahn. Die täten uns alle da runterrutschen. Und guckt mal, so sieht das dann aus. Die Fräse dreht sich super schnell und die Matten da hinten drücken die Rillen in den Schnee. So Leute, Christian lässt mich jetzt auch mal fahren. Aufregend. Und echt nicht ohne. So eine Pistenraupe hat richtig viele Knöpfe. Okay, wow! Und ein Lenkrad hat sie gar nicht. Dafür diese zwei Hebel hier, mit denen ich die Ketten einzeln steuern kann. Jetzt tauschen wir nochmal die Plätze. Denn auf der richtigen Piste, da sollte lieber Christian selber fahren. Bis tief in die Nacht präparieren er und seine Kolleginnen und Kollegen jeden Abend die Pisten. Sag mal, worauf musst du denn jetzt achten, wenn du hier die Pisten sauber machst? Also wir müssen darauf achten, dass wir Spur an Spur fahren. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir sonst nicht Spur an Spur fahren, dann kriegen wir Absätze zwischen den Spuren, also zwischen den Maschinenspuren. Und das ist beim Skifahren ganz unangenehm, wenn man das merkt. Ja.
Eine Pistenraupe bringt den heruntergefahrenen Schnee wieder nach oben, fräst ihn klein und drückt Rillen in den Schnee. Checkt. Zum Schluss bin ich noch in einem Snowpark auf der Steinplatte in Österreich unterwegs. Da gibt es solche Hindernisse, über die man mit Skiern oder dem Snowboard fahren und springen kann. Und wie man so einen Snowpark gestaltet, das erklärt mir Chris. Aber um zu Chris zu kommen, muss ich irgendwie da runter. Und das bedeutet, ich muss jetzt gleich eine blaue Piste fahren. Jetzt könnte ich Hanna gebrauchen. Hanna! Na gut, los geht's. Na, das klappt doch schon besser, als ich dachte. Also, zumindest fast. Uiuiuiuiui. Hi, Chris. Tobi, hi, grüß dich. Tagchen. Hi. Freut mich, dich zu sehen. Ja, auf jeden Fall, mich auch. Schön, dass du da bist. Du bist ja derjenige, der so einen Snowpark designt. Das heißt, du planst den und du baust den dann im Winter. Wie machst du das? Das fängt eigentlich schon im Sommer an, also nicht nur im Winter. Das heißt, ich gehe im Sommer hierher, schaue mir das Grundgelände an, schaue, wo sind Erdkuppen, wo sind Wellen, wo kann ich denn zum Beispiel gut einen Sprung drüber setzen, um schneesparend zu arbeiten. Okay, warte mal ganz kurz, damit ich das kapiere. Also da sind sowieso natürlich, ist ein Berg, schon Hügel, Kuppen und so weiter. Und weil man da ja viel springen will, gibt es vielleicht schon am Berg ganz natürliche Sprungschanzen. Genau. Und die nutze ich, die forme ich nur ein bisschen aus noch mit ein bisschen Schnee, um einfach wenig Schnee zu brauchen, um ein nettes Spielgerät zu schaffen. Okay. Chris und ich machen uns auf den Weg zu einer Sprungschanze aus Schnee. Die nennt man auch Kicker. Das ist der Kicker? Das ist der Kicker, genau. Aha. Den richten wir heute her. Siehst du schon? Okay, ich glaube, hier kann ich mir sogar vorstellen, wie das Ding funktioniert. Also man kommt natürlich von oben. Man hat also hier schon ganz schön Geschwindigkeit. Dann rast man auf den Kicker zu, hier. Zack, 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 zack. Hier springt man dann logischerweise ab. Dann springt man, fliegt, landet und fährt weiter. Ja, fast richtig. Das hast du genau richtig gesagt. Da oben springt man ab, aber du landest nicht hier. Das ist der sogenannte Table, also der Tisch. Aha. Der ist flach. Das tut in den Knien weh. Das heißt, du musst noch ein bisschen schneller sein, um hier hinter der Kuppe in die Landung zu kommen. So weit muss man springen? So weit musst du springen, genau. Die Leute fahren, springen hier ab, fliegen so durch die Luft, landen nicht auf dem Table, sondern gehen direkt hier wieder rein und fahren weiter. Genau. Dann haben wir die 5 Meter Flugphase überwunden. Aber so 5 Meter Flug sind für Anfänger? Ja. Krass. Wir bauen heute einen neuen Kicker, denn der alte war total vereist. Wir machen das abends, wenn die Pisten geschlossen sind. Als erstes messen wir aus, wo der neue Kicker stehen soll. Mit dem Pfosten markieren wir die Mitte. Wow! Den Schnee für den Kicker schiebt uns die Raupe schon mal in Form. Klar, so viel Schnee von Handschaufeln, das würde ja Stunden dauern. Man kann echt schon erkennen, dass das ein Kicker wird. Genau, die grobe Form ist da, die leichte Absprungkante schon mal, der Winkel ganz grob. Im Endeffekt geht es jetzt nur darum, dass wir noch den Feinschliff dran machen. Mit dem Band ziehen wir uns eine Hilfslinie und markieren die Seiten des Kickers. Jetzt können wir die Wände mit diesem Shape-Tool abstechen. Shape-Tool ist Englisch und heißt so viel wie Werkzeug zum Formen. Zum Schluss bessern wir damit noch den Absprung aus. Es darf keine Unebenheiten geben. Außerdem ziehen wir mit dem Shape-Tool Rillen in den Schnee. Wie auf der Piste sollen sie Halt geben. Das sieht super aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist kein großer Huckel drin oder noch irgendeine Delle. Ja. Danke, dass du mir geholfen hast. Sehr gern. Danke dir für den Tag. Es hat richtig Bock gemacht. Ja, schön. Dann kommst du morgen wieder? Ich komme morgen wieder. Aber sowas von. Ja, cool. Im Hellen sieht der ja noch mal toller aus. Und er ist über Nacht so richtig schön durchgefroren. Fehlt eigentlich nur noch Mia, mit der bin ich nämlich jetzt verabredet. Die ist Freestyle-Skifahrerin, wollte ich sagen. Sie hat schon an den Olympischen Jugendspielen teilgenommen. Und mit ihr kläre ich auch die letzte Checker-Frage. Was ist Ski-Freestyle? Hallo Mia. Hallo. Ey, das sah ja mega cool aus. Krass. Na, wie springt sich's über meinen selbstgebauten Kicker? Voll gut, hat voll Spaß gemacht. Sehr gut. Sag mal, wie lange muss man trainieren, um solche krassen Sprünge hinzukriegen wie du gerade? Also ich mache das ja schon mein halbes Leben. Okay. Aber ich würde sagen, dass man das so in 5 Jahren schon hinkriegt. Ja, aber 5 Jahre und vorher gut fahren können, erstmal braucht man dann schon. Ja, man müsste schon Skifahren können davor. Ja, das denke ich mir. Jetzt hast du ja gerade so einen Trick schon in der Luft gemacht. Mhm.
Wie ist denn das beim Kicker? Was für Tricks macht man denn hier? Man kann Tricks um die eigene Achse machen. Also einmal so rum. In der Luft sich so drehen? Genau. Aha. Oder nach vorne oder nach hinten. Das heißt, ein Salto machen. Ach krass, mit Skiern. Ja. Und dann könnte man noch die Hand an den Ski machen. Und dann heißt es Grab. Okay. Grab Englisch, weil man dann die Skier greift. Genau. Guck mal, bei diesem Grab fasst sie den hinteren Teil ihres Skis an. Und hier den gegenüberliegenden Ski. Die Begriffe sind übrigens alle auf Englisch, weil der Sport aus den USA kommt. Deswegen auch der Name Ski Freestyle. Die Sportlerinnen und Sportler können sich ihren Stil, den Style, ganz frei wählen und selber aussuchen, welche Tricks sie machen. Hauptsache, sie sehen lässig aus und sind sauber ausgeführt. Wie auch dieser Trick. Eine halbe Drehung und dann landet sie auch noch rückwärts. Und hier kommt noch eine ganze Drehung, diesmal sogar mit Grab. Den Sprung nennt man 360 mit Grab, weil sie sich 360 Grad einmal um sich selbst dreht und den Ski anfasst. Wahnsinn! Jetzt gucken wir uns noch ein anderes Element im Park an. Und zwar die sogenannte Tube, übersetzt also die Röhre. Hier fährt man seitlich drüber. Lässig! Crazy! Ich weiß gar nicht, wie viele Drehungen du gerade in welche Richtung gemacht hast. Krass! Richtig geil! Danke. Aber irgendwie dir zuzugucken, das macht ja schon großen Spaß. Gibt es hier im Snowpark irgendwo irgendwas, wo ich so als absoluter blutiger Anfänger mal so vorsichtig drüber rutschen kann? Ja, da unten haben wir eine kleine Box. Da können wir alles machen, was du schaffst. Okay, dann rutschen wir jetzt langsam runter zur Box. Ja, genau. Mega! Das ist das Ding, wo du willst, dass ich drüber springe? Nee, drüber rutschen. Drüber rutschen, nicht ja, springen. Einfach nur drüber fahren. Davor kannst du bremsen, aber auf der Box immer die Ski ganz gerade lassen. Ganz gerade lassen, nicht Pizza, sondern Pommes? Ja. Also im Grunde fahre ich da hoch, rutsch drüber, fahre hinten wieder runter und fahre weiter. Genau. Und dann habe ich meinen ersten Trick gemacht. Ja. Das ist es mir wert. Das mache ich. Los geht's. Okay, bisschen Pizza, bremsen und jetzt Pommes. Ja, ja, ja. Ha! Guckt euch das mal an. Ich habe hinten raus noch eine halbe Drehung gemacht, unfreiwillig, und ich bin über eine Box gesprungen. Gerutscht. Gefahren. Super! Mia, das war sehr aufregend und hat großen Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Ski Freestyle ist eine eigene Disziplin im Skisport. Man macht Tricks und Sprünge über verschiedene Elemente. Checkt. So, liebe Leute, meine Füße sind wieder richtig schön mollig warm. Und damit gibt es für euch jetzt die Antwort. Nee, oh, habt ihr auch alle kalte Füße? Ach nee, aber das meine ich. Für euch gibt's jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich will nicht eure Füße. Ich wollte heute von euch wissen, wie heißt eine Sprungschanze aus Schnee? A. Jumper, B. Snower oder C. Kicker? Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Eine Sprungschanze aus Schnee nennt man Kicker. Richtig ist also Antwort C. So, liebe Leute, das war's vom Ski-Check. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich weiß, dass ich noch eine ganze Weile mit den Dingern üben muss. Und deshalb überlasse ich so coole Sprünge auch lieber den Profis, so wie Mia. Ciao, Mia! Ciao! So, und ich muss jetzt irgendwie mal diesen Berg hier runterkommen. Und es ist ja doch ein Stück, also ich mache mich besser mal auf den Weg. Achtung, jetzt komme ich. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal! Tobi!